Also jetzt direkt nach dem Spiel, Julian Thomann, herzlich willkommen zum Interview direkt nach dem Spiel. Ja, Julian, 34-26, deutliche Niederlage heute für die Wölfe. Ja. An was hat es aus deiner Sicht gelegen? Wo war der Knackpunkt? Ja, Glückwunsch an Bietigheim zu einem deutlichen Sieg. In der ersten Halbzeit konnten wir noch einigermaßen mithalten. Aber insgesamt gewinnen wir einfach keine Zweikämpfe in der Abwehr und haben dazu noch keinen guten Tag auf der Torhüterposition. Und in der Konsequenz kriegen wir dann einfach viel zu viele Gegentore. Und dementsprechend denke ich, dass Sieg für Bietigheim absolut in Ordnung geht und verdient ist. Ja, jetzt habt ihr in dieser Saison eure Auswärtsschwäche, die ihr in der letzten Saison noch hattet, eigentlich schon überwunden gehabt. 4 Auswärtssiege bei den derzeitigen Spielen nur ein Heimsieg. Wie siehst du die derzeitige Tabellensituation? Erwartet, was oben abgeht und erwartet, was unten derzeit abläuft? Ja, uns interessiert erstmal nur unten. Wir hatten das Saisonziel, wir spielen für den Klassenerhalt. Ich glaube, da sind wir gut dabei. Das war jedem bewusst, dass es ein extrem hartes Jahr wird. Und dementsprechend ist es eine erwartet enge Situation unten. Wir haben uns natürlich den einen oder anderen Punkt mehr erhofft. Aber klar, ja, das müssen wir nicht unbedingt auswärts in Bietigheim holen. Trotzdem glaube ich, mit einer besseren Leistung wäre da heute sicher ein engeres Spiel drin gewesen. Zur Heim- und Auswärtsstärke, man muss dazu sagen, wir hatten bisher halt bei 15 Spielen jetzt nur 5 Heimspiele. Das ist sicher ein Grund, warum wir zu Hause einfach nur nicht die Dominanz hinbekommen konnten wie im letzten Jahr. Dann fehlen uns wie jedem auch die Zuschauer. Aber das darf alles keine Ausrede sein. Wir brauchen unsere Punkte, wir müssen sie dringend holen. Wir haben jetzt nächste Woche ein absolutes Abstiegsendspiel schon mal, wenn man das am 15. Spieltag sagen kann. Vielleicht nicht, aber es ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel gegen Ferndorf. Und auch wieder auswärts. Und da müssen wir gucken, dass wir die Fehler minimieren, um dort was Zählbares mitzunehmen. Jetzt hast du schon angesprochen, anspruchsvolles Programm jetzt auch für euch Richtung Jahresende. Nach Ferndorf geht es dann zu Hause gegen den VfL Gummersbach. Aber ich glaube, du wirst wie jeder Trainer nur von Spiel zu Spiel schauen, oder? Ja, und da kann man glaube ich auch nicht sagen, wir haben ein anspruchsvolles Programm jetzt. Das hat ja jeder. Also jedes Spiel in der Liga ist absolut hart. Und ich denke, das ging euch bisher genauso in der Saison, dass man für jeden Sieg kämpfen muss. Von dem her, ja, wir schauen von Spiel zu Spiel. Nächste Woche ist erstmal extrem wichtig. Aber ich glaube, man kann in jedem Spiel punkten. Das haben die Ergebnisse bisher gezeigt, auch unsere eigenen. Und von dem her malen wir uns in jedem Spiel was aus. Julian, dir und deiner Mannschaft zum einen gut nach Hause weg und dann drücken wir euch die Daumen gegen Ferndorf. Und kommt gut über die Feiertage, dann sehen wir uns im nächsten Jahr hoffentlich wieder mit Zuschauern, dann in Würzburg in der großen Halle. Danke dir. Ja, danke schön, euch auch. Ja, und wir kommen direkt zu Iker Romero. Ja, Felicitaciones a la Victoria. Ich hoffe, das hat soweit gepasst. Glückwunsch zum Sieg. Iker, wie wichtig war dieser Sieg heute gegen Rimpa, auch in dieser Höhe? Ja, danke schön. Danke schön. Es natürlich war ganz, ganz wichtig. Wir haben eine schlechte Phase in dieser Saison. Wir hatten wirklich schlechte Periode und das war wirklich für das Vertrauen, für die Mannschaft, auch für die Qualität, für die Einstellung. Wir waren sehr konzentriert und sehr gut heute. Ich hatte das Gefühl, dass egal in der ersten Halbzeit, wenn wir waren hinten oder vorne, ich habe das Gefühl, dass wir waren in jedem Moment konzentrieren und am Ende wir haben wirklich sehr gute Arbeit, wirklich in der Torwartleistung und in der Abwehr, der schnelle Mitte und in Angriff wirklich sehr konzentrieren, sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit der Einstellung, mit der Mannschaft. Ja. Jetzt hast du schon Nick Lehmann angesprochen, sicherlich ein Faktor und vorne im Angriff heute Dominik Klaus, 9 Treffer, ich glaube, war auch ganz, ganz wichtiges Spiel für ihn persönlich und wichtig für die Mannschaft heute, dass auch im Angriff 34 Tore heute wieder zu Hause geworfen wurden. Ja, ich denke, da kannst du vielleicht auch noch einen Satz dazu sagen. Ja, ich bin sehr zufrieden und sehr glücklich für Nick auch. Weil wir haben wirklich zwei super Torwarts. Das momentan war eine Phase, das hat nicht so gut gelaufen, wie sie verdient, weil sie sind gut.
und freue mich, wenn sie kriegen das. In das Spiel gegen Gummersbach, sie waren auch gut. Wir haben viele Situationen, gute Leistung mit dem Torwart und das muss bleiben. Sie sind zwei und das ist perfekt, dass wir können das zählen. Und in Angriff, ich will auch nicht fahren, zu sagen, immer individuell vor einem Spieler oder etwas. Ich denke, im Grunde genommen war ein gutes Spiel in Angriff, jeder kontra jeder. Und natürlich dann individuell für Mausi jetzt. Aber wir haben, ich denke, alle Spiel sind positiv, sage ich, gemacht. Ja, es steht schon wieder eine lange Auswärtsfahrt an zum VfL Lübeck-Schwartau am 10. Dezember und danach das Heimspiel gegen Ferndorf. Wie sieht die Woche jetzt aus, bis es nach Lübeck geht? Ja, wir haben jetzt ein bisschen Zeit für Recovery und für Denken über diese Reise. Ja, aber ich hoffe, dass wir bleiben in der Lebo, das heute haben wir gemacht. Und dann, wir brauchen auch diese Kämpfe im Freitag, dass vielleicht, wenn wir können so bleiben und diese Sieg, Auswärtssieg, wir brauchen diese zwei Sieg in Folge, das kriegen auch diese Vertrauen und dann kommt der weiter. Ich denke, ich will nicht reden jetzt über Freitag, über Lübeck, aber das wäre auch eine große Punkte für uns, wenn wir können da punkten. Ja, Ike, dann hoffen wir, dass das heute der Start für eine Serie war, für eine positive Serie. Wir drücken dir und der Mannschaft dann alle Daumen für das Auswärtsspiel in Lübeck-Schwartau und eine gute Trainingswoche. Vielen herzlichen Dank und jetzt heißt es erstmal den Sieg heute genießen. Danke dir, Ike. Danke sehr, vielen Dank.